Nur der Bikestand mittendrin. Ach so. Sieht man ihn? Nee, du musst dich bitte wegsetzen. Nein, nein, Spaß. Oder nicht? Ich muss diese schwarze Bewegung machen. Achchen. So. Ja, ich bin wieder im Lande. Ja. Wir dachten uns, wir machen ein Video. Ja. Für Real Talk am Samstag. Gerne. In der Küche. Heute mal. Mit ein bisschen. Stroh. Kein Stroh. Es ist eine Pflanze. Was ist das? Eine sind Pflanze. Das, sind es Zwiebeln? Ja. Mm. Zwiebellauch. Lauch. Oder. Das ist auch so ein Lauch. Ja. Ja. Oh, so. Gleich weit. Typisch, Mann. Fang mal an. Was soll man dazu sagen? Eine Spezies für sich, oder? Okay, wir sammeln uns kurz. Typisch, Mann. Sind die alle so gut, oder was? Mir fällt gerade gar nichts ein. Ja. Typisch, Mann. Nicht zu viel WhatsApp schreiben, denn sonst kommt keine Antwort. Wenn du den Fall bombardierst? Ja. Dann ist vorbei. Die verstehen ja diesen Riesentext nicht. Ach so, ja. Oder es kommt halt, er schreibt, dann okay. Ja, was okay? Ich habe mehrere Fragen gestellt, kannst du die bitte nacheinander beantworten? Reden später. Ja. Hab ich nicht verstanden. Oder die reagieren gar nicht. Ja. Kann natürlich auch hinkommen. So, die gucken nicht über den Tellerrand hinaus. So, wir sehen, oh, da steht noch rum, das muss noch sauber gemacht werden. Und für einen Mann, also bei uns ist es so, das ist so alt, check. Die haben immer so ihre bestimmten Punkte, so Ablagepunkte. Ja. Die Tasse kommt genau dahin. Ja. Der Teller kommt genau dahin. Ja. Dann kannst du 20.000 Mal erzählen, der Teller und die Tasse kommen nächsten Tag wieder dahin. Ist halt meiner, also die sind halt auch wie Kinder. Du hast noch ein Kind zu Hause. Du weißt, dass du über meinen Bruder redest, ja? Das ist richtig. Also geht schön. Ich habe noch ein pubertierendes Kind zu Hause. Oder nicht? Ich bin ja nicht bei euch. Das ist wohl wahr. Ich sehe aus wie ein Pinguin. Ist das schon mal aufgefallen? Ja, jetzt wo du sagst. Ja. Nein. Ab in den Tierpark. Ab in den Tierpark. Oder in den Zoo. In den Zoo, richtig. Ich finde auch, so jetzt, weil wir es ja durch haben, ich bin ja wieder arbeiten. Und so zu Hause merkt man, jetzt wo die Frau wieder arbeiten geht, was für ein Luxus der Mann hatte. Ich war zu Hause ein Jahr und habe den Haushalt geschmissen, das Kind gehütet, gekocht und was weiß ich. Und jetzt ist es so, ja, jetzt bleibt ein bisschen alles auf der Strecke, ein bisschen alles. Und das lernen die dann erst zu schätzen oder auch nicht. Aber Benny lernt es erst jetzt zu schätzen. Guckt er die Videos? Nö. Mm-mm. Auch wenn. Gut, dann lasse ich aus. Ja, er weiß ja, dass du faul bist. Nein, er ist nicht faul. Ich muss sagen, dahingehend ist ja, wenn ich ihm sage, kannst du mir die Wäsche machen? Wenn du ihm sagst. Richtig, es muss halt erstmal gesagt werden. Stimmt, Männer brauchen Anleitung. Genau, immer eine Ansage. Aber auch nur so lange, wenn die alleine wohnen, ist es anders. Ja, dann sind die sauber. Genau. Wenn, als Benny alleine gewohnt und ich ihn besuchen will, war alles sauber, war alles schick. Aber wenn man zusammen wohnt, dann als ob so, ja, jetzt habe ich eine Frau zu Hause, die kann das machen. Also es ist immer auch dieses Klischee-Denken. Jetzt brauche ich meine Anleitung. Genau, so was soll ich machen? Getan werden? Du siehst doch, der Wäscheberg ist da oder die Spülmaschine muss ausgeräumt werden. Aber es muss immer noch gesagt werden. Mhm. Also bei uns ist es so, dass ich dann früh morgens immer sage, ich habe die Wäsche in die Waschmaschine getan. Schatzi, kannst du bitte daran denken, die aufzuhängen? Damit ist halt dann wirklich auch passiert. Ich finde es ja nicht schlimm, ja. Okay. Ich finde es ja nicht schlimm, dass ich ihm das sage, aber ja, ist halt wie ein drittes Kind. Ich habe Taisi, Aviv und ihn. Stimmt. Bin aber glücklich. Ja. Bin aber glücklich. Ich habe ja seine Schwester jetzt neben mir. Eben. Muss natürlich aufpassen. Muss sie sagen, ne? Ja. Muss sie sagen. Richtig. Nee, ich muss sagen, Benny ist da schon, wenn man ihm das sagt, hinterher.
oder? Ja. Ja. Was kann ist jetzt mein Bruder nicht in den Rücken fallen. Nein. Aber auch so. Aber er packt schon an. Ja. Also handwerklich und so eine Sachen ist er wieder. Ja. Sind Männer wieder typisch in ihrem. Genau. Obwohl es gibt auch Männer, die können nicht mal das mit dem Hammer umgehen. Nicht richtig. Kann ich zum Beispiel. Mhm. Auch wenn die Nägel schief drin sitzen, aber sie sitzen. Die sitzen drin. Ja, bevor ich Benni hatte, musste ich ja auch alles alleine machen. Ja, da muss man. Ich weiß noch, meine Spaschmaschine war kaputt. Dann habe ich den Keilriemen wieder reingesetzt. Die haben auch einen dadurch, Keilriemen? Ja. Hab dadurch 200 Euro gespart. Selbst ist die Frau. Ja. Ernsthaft? Ja, klar, habe ich die Waschmaschine aufgemacht. Am besten nur den Stecker drin? Nein. Du hast die Waschmaschine alleine aufgeschraubt? Ja, und dann habe ich den Keilriemen wieder reingesetzt. Wie kommst du auf sowas? Weil der Keilriemen wie abgefallen oder rausgesprungen ist. Ja, klar, hört man ja natürlich. Ja, ist richtig. Hat die auch gekriegt? Nee, die Trommel ist dann nicht mehr gedreht. Also drehte sich nicht mehr. Entschuldigung für mein Deutsch. Ich nix Mach Deutsch. Mach nix auf diesem Kanal. Redisch frei. Auf jeden Fall habe ich den Keilring wieder reinbekommen. Dadurch habe ich gespart. Selbst ist die Frau. Jetzt sind wir aber bei einem anderen Thema. Also, das ist aber cool. Ja, falls du irgendwie dein Waschmaschinenproblem hast. Genau. Also vor kurzem hat sie nicht mehr abgepumpt. Ah, okay. Ja, ja. Ja, dann hätte ich hier was machen können. Keilring wechseln können. Nein. Die Pumpe hat nichts mit dem Keilring zu tun. Ey, das ist ja cool. Ja, ist auf jeden Fall. Schlecht. Aber jetzt, wo ich einen Mann zu Hause habe, der kann das dann machen. Der macht dann alles kaputt. Nee, Benni ist aber auch handwerklich begabt. Das stimmt. Das muss man nicht lassen. Muss ich bestätigen. Genau. Also der macht das wirklich. Aber auch alles perfektionistisch. Aber es gibt auch Männer, die denken, sie können alles reparieren. Genau, aber dann machen die es kaputt. Richtig. Also noch mehr kaputt, als es schon war. Keine Ahnung. Richtig. Aber tun so vor der Frau. Ja. Ja, hier. Servolenkung hier. Genau. In Wirklichkeit. Der Dreck. Der Dreck. Servolenkung. Ja, Öl. Socken? Hast du ein Sockenproblem? Oh, bitte, bitte. Aber am besten. Bitte, also, die Wäsche. Einfach nur Socken. Ich muss jetzt eine Socke holen. Nee, also die Wäsche. Benni ist immer so. Oder ich weiß auch nicht, eigentlich, ich weiß nicht, ob alle Männer so sind. Auf jeden Fall ist es so, dass er, wenn er abends sich dann auszieht und in seinem Pyjama schlüpft, dann alle Socken, die Socken, die er auszieht, direkt auf dem Boden landen, seine Wäsche auf dem Boden landet. Landet? Sagt man landet? Landet. Ja? Wenn die Wäsche auf dem Boden landet. Ja. Genau, landet. Und am Anfang habe ich es noch hinterhergeräumt. Aber irgendwann dachte ich mir, nö, wartest du mal ab, wie lange es auf dem Boden oder ob es sich häuft. Mhm. Hat sich gehäuft, es war auch eine Sockenparty unterm Bett. Also, und dann hat er sich beschwert, warum er keine Socken mehr hat, ja? Ja. Und das irgendwann hat er dann sich, ja, habe ich gesagt, kannst du bitte deinen Wäschehaufen da wieder runterholen? Die machen eine richtige Party unterm Bett. Und dann, ja, geht's. Aber es muss halt immer erstmal ein paar Tage liegen. Und wenn es dann irgendwann ihn stört, dann räumt das weg. Aber wie zieht denn Benni seine Socken aus? Ja, einfach ausziehen. Also so, dass es so ist. Auch für die Wäsche auch schön, ne? Richtig. Wenn die in der Wäsche so liegen. So richtige Socken. Genau, dann sind die richtig sauer. Dafür sind ja die Nägel dann da? Ja. Nee, ja. Aber noch ganz cool ist, wenn sich ein Mann so Socken, das ist jetzt hier nicht eine Männersocke logischerweise, aber dann so auszieht. Mhm. Und dann ist die eben so. Ja. Und was machen die? Das macht Benni nicht, er lässt sie einfach auf dem Boden. Nee. Und dann werden die wie so wertvolle Schätze so in dem Bett platziert, Nee, das sind alle auf dem Boden. Wir haben richtig Sockenparty unterm Bett. Ganz, bis ganz dann die schön. Sockenparty aufgelöst wird und alle nach Hause müssen. Er zieht sich aus, schmeißt auf den Boden. Ach so. Und dann geht er schlafen. Oh, schön. Und dann liegt es halt ein paar Tage, weil ich es nicht mehr einsehe. Ach so, okay. Ich sehe es nicht mehr ein, alles hinterher herzuräumen. Er muss es doch einfach in den Wäschekorb schmeißen. Mehr ist das nicht. Mir ist nicht einfach. Ja. Das ist sehr schwer. Ja. Es hält so einfach ist das nicht. Nee. Als Benni noch alleine gewohnt hat, dann hat er sehr viel, also hat gekocht, aber jetzt, wo ich da war, habe ich gekocht. Ja, okay. Aber mein Problem ist halt dann nämlich auch die Schuld, oder was heißt Schuld auf mich. Ich koche und dann mache ich sauber. Wenn er kocht, macht er nicht sauber, geht erstmal essen und dann lässt das so. Das war am Anfang so. Und dann habe ich ihn jetzt so zu erzogen, dass er bitte sauber machen soll, weil sonst krustet das alles an und dann brauchst du da Ewigkeiten, alles sauber zu machen. Und dann habe ich ihm aber verboten, in die Küche reinzugehen.
du kochst bitte nicht mehr in der Küche. Ja, habe ich ihm auch gesagt eine Zeit lang. Aber jetzt, wo ich wieder arbeiten gehe, habe ich gesagt, jetzt darfst du, jetzt kannst du kochen, aber bitte denk daran, sauber zu machen. Weil ich habe keinen Bock, dass alles anfängt zu schimmeln und nicht sauber gemacht wird. Also das haben wir jetzt im Griff. Aber am Anfang durfte er nicht in die Küche. Da war es so typisch, nein, ich koche, ich mache das sauber und dann bin ich auch glücklich. Aber ich habe so eine kleine Macke. Es muss danach sauber gemacht werden. Weil ich sehe das schon, dann verkeimt das alles und dann, ja. Musst du wieder mit so einem Power Breath. Richtig, richtig. Lieber sofort sauber machen, dann hast du Ruhe, als wenn du es dann tagelang stehen lässt. Mhm. Ja, jetzt darf er wieder kochen. Und er kann es gut. Jo. Also manche Männer können wahrscheinlich nicht kochen, genauso wie manche Frauen nicht kochen können. Stören kann man jetzt auch nicht verallgemeinern. Richtig, aber doch, wenn Benny was kocht, dann schmeckt es auch. Jo. Ja. Also ohne Vergiftung oder so? Nö, die letzten Tage hatte er gekocht und war alles super. Aber nach meiner Anleitung. Ach so. Ich habe ihm dann geschrieben, bitte bla 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 und dann machst du bla 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 und dann hat es geklappt. Okay. Also nach Rezept. Von aber dann schmeckt es so lecker. Ja, genau. Und dann hat er gemerkt, es ist auch gar nicht so schwer. Er sagt, oh ja, das klingt ja einfach. Und er sagt, ja. Was habt ihr gegessen? Er hat Curry gemacht. Curry gemacht? Oh, lecker. Pulver. Nein, so vegetarisches Reis? Curry mit Reis. Ah, okay. Ohne genau, Fleisch. Genau, wir sind Reisfresser. Das geht nicht mehr aus deinem Kopf, oder? Nein, das geht nicht aus meinem Kopf. Sie hat doch mal irgendwann erzählt, dass sie Reis isst. Und mein Bruder hat doch gesagt, ja, ich krieg bei Tahel kein Fleisch. Ihr esst nur noch Reis. Das stimmt gar nicht. Hä? Ist der bescheuert? Ja, wir gestern gab es Gulasch. Genau, Gulasch und Bulette. Genau. Nee. Schön ruhig bleiben. Ja. Doch, bei uns gibt's Fleisch. Aber zweimal die Woche so. Aus Pflanzerle? Nee. Ihr esst wenig Fleisch. Wir essen wenig Fleisch, ja. Aber es ist auch ich okay. Ich bin so der Fleischfresser. Ich liebe ja auch Fleisch, aber... Muss halt nicht jeden Tag sein. Ja. Mhm. Sonst, was gab's noch? Oh, ich habe gestern bei Lidl. Voll Thema abschneiden. Darauf freue ich mich, dass ich. Ja, jetzt kommt echt wieder. Hast du echt Spargel gekocht? Gekauft. Ja, grüner Spargel. Können ich schon anbraten mit ein bisschen Zwiebeln und so. Und dann vielleicht. Auch ohne Zwiebeln? Keine Ahnung, wie du es machst. Oh, guck mal, der Spatz. Siehst du den? Nee. Ah, da. Siehst du, meine Taube kommt manchmal vorbei, ja, mit dem grünen Ring. Ja. Auf jeden Fall mache ich das kommt mit gebratener Butter und Salz. Hörst du mir zu? Die muss in eine Casting-Sendung. Nee, kurz mal. Kurz mal. Ja. Butter, der Geruch, das ist auch so mein Problem. Ich bin extrem geruchsempfindlich. Und wenn ich Butter anbrate, richtig ekelhafter Geruch. Auch Hackfleisch, ich wenn ich Hackfleisch anbrate. Ich konnte jedes Mal, er bricht die Würmer. Guck mal, der Pulmeise jetzt. Die erkennst, das ist für mich ein Vogel. Nee. Oh, guck mal, ein Spatz. Oh, guck mal, eine Kohlmeise. Da ist der Spatz im anderen. Sorry. Butter, gebratene Butter. Butter, ekelhaft. Also ich mag Butter, also es schmeckt ja auch besser, wenn man mit Butter macht. Aber der Geruch, der stört mich. Ja, das ist eine immer Überwindung für mich. Oh, ich könnte Butter am Stück futtern. Ja, grünen Spargel machen wir aber so mit Zwiebeln anbraten und vielleicht Paprika oder so. Wird das schon wieder so eine Gemüsepfanne? Ja, und dann mache ich entweder Fisch oder Fleisch dazu. Also das ich mache so typisch Kartoffeln. Kartoffeln Spargel. Mag Benny halt nicht, das ist das Problem. Ach ja, stimmt, es kann, ja. Dann machst du Stampf draus. Nein. Mag er auch nicht? Nein, er will, Kartoffeln sind Stimmt. Außer, was er okay findet, sind diese kleinen Kartoffeln, die dann auch etwas süßlicher oder Linde. Linda. Linda. Linde. Ja, Linda, finde mal die Linda, verstehst du? Ja. Die musst du halt suchen. Die sind doch teuer. Die sind sauteuer. Aber schmecken richtig die lecker. Die schmecken gut, ja. Aber das mache ich jetzt die wirklich nur... Lecker. Mann, wie sehe ich denn aus? Einmal so die Woche, einmal in zwei Wochen Kartoffeln. Nudelmarker. Ja, ja, das brauchst du mir nicht erzählen. Nudelauflauf. Ja, Nudelsalat. Nudel in jeder Variante. Nudel in jeder Variante. Aber das kann man ja auch nicht jeden Tag. Identisch an der Decke klatschen. Genau. Meine Nudel hing übrigens ein Jahr an der Decke. Die habe ich irgendwann gefunden. Ah, okay. Brokkoli. Ich glaube, die passt sogar hier. Brokkoli hasst er. Letztens eine ganze Brokkoli gekocht und habe die so gegessen.
gegessen? Aviv auch. Der hat dann immer eine kleine Brokkoli-Stange bekommen. Und Benny sitzt so vor uns. Ich so, hör auf, dein Gesicht so zu machen. Vor allem den von dem Kleinen. Ja. Aber nee. Gut, Wenn die sich Sachen kaufen. Ja, dann muss es auch von hoher Qualität sein. Aber die geizen. Ja. Nee, ich brauche keine Hose. Also ich muss sagen, Benny ist... Ist eitel. Ja, die will mit Benny einmal im Jahr einkaufen. Das ist doch wenig. Ja, aber er will halt auch nicht. Er ist zufrieden mit dem. Ja, ist typisch Mann. Ja. Ist zufrieden mit dem, was er hat. Ja, und wir müssen... Oh ja, ich habe mir neue Schuhe gekauft. Habe mir neue Klamotten gekauft. Die haben so ein Radar an der Augen. So genau. Ein bisschen Glitzer. Hier, da. Ja. Oh. Aber das ist auch so... Aber mit Kind, muss ich sagen, es hat sich schon sehr verändert. Ich habe regelmäßig immer Klamotten gekauft, vor dem der Kleine da war. Stimmt. Jetzt mit Kind ist der Fokus anders. Oh, das ist aber süß, das kaufe ich ihm. Das Geld geht eigentlich nur an die Kinder. Man kauft sich selber nicht mehr so viel. Aber was man natürlich auch gerne macht. Aber Männer, die kaufen wirklich nur, die haben dann ihre zwei Hosen, die sie im Schrank haben, ihre paar T-Shirts, ihre paar Pullis und dann war es das. Mhm. Erstmal für die nächsten 20 Jahre. Männer und Kuscheln. Ist bei denen gleich nicht? Nee. Oh. Also ich habe einen anderen Mann. Ja, wenn ich, als ich noch Single war und Männer so kennengelernt habe, ja. Oh, geil. Dann denkst du dir so, hä? Also als ich Single war und Männer kennengelernt habe, dann ja. Aber ich muss sagen, mit deinem Bruder bin ich vollkommen zufrieden. Ach, das ist schön. Oder? Das freut mich das total. Das ist richtig, das wieder ist richtig mal ein schöner super. Beweis, dass er sehr weichlich ist. Ja, er ist sehr, sehr weichlich. Der hat auch eine feminine Seite. Ja, das der mag hat eine große total. Feminine Seite. Manchmal ist er eine sehr große Zicke. Eine Diva. Eine Diva, ja. Ist und ich habe die Befürchtung, dass Aviv genauso wird. Wird er. Aber das ist schön am Mann, wenn er so weibliche Seiten trotzdem ja, hat. Aber man sieht zwar auch ein bisschen... Ja. Ne, Benni, falls du doch guckst. Aber er sitzt da wirklich immer mit überschlagenen Beinen. Ja, also ich frage mich, ob das nicht wehtut, ne? Aber ich mag Metrosexuelle. So von außen. Mhm, die nicht so... Ja, ja. Es muss nicht so dieses... Man muss nicht immer schreien durch die Gegend laufen. Das mag ich auch nicht. Nee. Na? Richtig. Lachen. Ganz, ganz wichtig. Aber so richtig Abspaß. Richtig, wirklich. Benni und ich sind mal in einer großen Kreuzung, Hopserlauf. So, über die Kreuzung. Halt? Ja, so. Über die Kreuzung gewatschelt und dann haben sie auch alle blöd geguckt. Aber das ist Humor, das ist Spaß. Das ist schön, dass ich man nicht darf so alleine dieses Leben kommen. Nicht so ernst nehmen, weil irgendwann sind wir alle tot. Du sollst es ja ernst nehmen mit Freude. Ja, so richtig aber... schön auskosten. Genau, aber du sollst halt nicht so... Rücksicht auf andere so einen Stock im Arsch haben. Ja. Weißt du, so, nee, das mache ich nicht, das ist peinlich. Und vielleicht haben sie es auch nachgemacht. Nach dem Hopserlauf haben sie sich gedacht, Mensch, Schatz, wollen wir nicht mal wieder so richtig schön Kind sein? Ja, Kind sein ist bei Männern sowieso. Ja. Also die, die nach außen mit dem Anzug rumlaufen, sind in der Wohnung. Na, ja. Mama! Jeder ist irgendwo noch Kind. Und ist aber auch schön. Ja. Das muss auch mal sein. Wenn wir bei Mutti sind, da ist Benny auch wieder gleich Kind. Mhm. Mutti, kriege ich das und das? Ja, man fällt so zurück. Ja. Das ist komisch. Bist du durch die Tür von deiner Mutti? Ja, ja. Dann ist so, zurück. Okay, jetzt bin ich gleich Kind. Aber das ist nicht typisch Mann, das ist bei mir genauso. Ja. Tür geht auf. Oh, eine andere Höhle. Eine andere Höhle. Jetzt kann ich ein bisschen anders benehmen. Genau. Richtig. Da kriegst du dann öfter mal deine Verweisung. Genau. Mensch, kannst du mal ein bisschen leiser sprechen? Och nee. Ach, nee. Oder wenn ich mit Benny da bin. Ey, seid mir so peinlich. Oder die Geschwister. Ja, so richtig schön am Abknüdeln. Aber es muss auch das sein. Das ist fein. So muss das sein. Männer, Frage an euch. Habt ihr Stehpinkler oder Sitzpinkler zu Hause? Habt ihr Stehpinkler oder Sitzpinkler zu Hause? Männer, eine Frage unter euch. Nein, die Frauen sollen mir antworten, was für Männer die zu Hause haben. Stehpinkler oder Sitzpinkler? Ey, würde ich wegklatschen, wenn bei mir jemand im Stehen pinkelt. Ja, ja. Das ist so ekelhaft. Wirklich stell mal vor, wir würden uns hinstellen. Na, bei uns geht das übrigens auch, ja? Ja, na klar geht das bei uns, aber... Hast du da nicht so einen Blumenkohl vor den Beinen und spritzt da nach allen Seiten? Nee. Da ist meine Taube gewesen. Hast du nicht gesehen? Nee, hab ich nicht gesehen. Aber die Urinsteine wachsen ja. Ja. Ich guck dir mal Klos im Öffentlichen an. Oh, das ist, aber da muss ich sagen, die Frauenklos sind meistens schlimmer. Das stimmt. Ich weiß nicht, stimmt, warum stimmt.
die sich so, warum benehmen wir uns draußen? Oder nee, ich benehme mich nicht so, aber warum benehmen sich die, also benehmen die sich zu Hause genauso? Ich vermeide diese Klos. Wenn es gar nicht mehr geht, ja, dann manchmal Kaufland oder so. Ja. Aber da werden die noch gereinigt. Bei Frau auch im Club oder so. Frauentoiletten. Ja. Boah. Erstens ist da immer eine Riesenschlange, das ist wohl klar. Aber überall Pisse, Kacke, was weiß ich. Ich habe ja mal in der Gastro gearbeitet und musste mir auch die Klos putzen. Da war Kacke an der Wand. Warum? Wie kommt die Kacke an die Wand? Erklär mir das mal bitte. Wie kommt diese Scheiße an die Wand? Ja, wie kackst du denn? Und ich musste das sauer machen. Ekelhaft war das. Aber ich frage mich halt wirklich, warum? Warum müssen wir uns Frauen oder Massen, warum benehmt ihr euch so? Ihr kackt doch auch nicht an die Wand, wenn man nicht zu Hause ist. Zu Hause. Nee, ihr kackt doch auch nicht an die Wand, wenn ihr zu Hause seid. Oder überall Pisse auf dem ja, weil die sich so rüberstellen. Ja, aber dann mach es sauber. Wenn du musst, dann nimm Toilettenpapier, mach es sauber. Deswegen, ich gehe gar nicht auf so eine Toilette. Nee, ich meine das auch. Da kriegst du echt Hepatitis oder irgendwelche anderen Krankheiten. Ja, also es ist wirklich ekelhaft. Ja. Stehpinkler kommen bei mir nicht ins Haus. Und Stehkacker? Stehkacker? Gibt es Stehkacker? Wie kommt Kacke an die Wand? Jetzt ich weiß ernsthaft. Es nicht. Ich habe mich schon so oft gefragt, wie die Scheiße an die Wand kommt. Vielleicht nehmen sie auch die Scheiße in die Hand und machen, keine Ahnung, haben die anale Phase in ihrer Kindheit versäumt und müssen jetzt nachholen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die anale Phase. Ich weiß es wirklich nicht. Aber was mir gut gefällt, dass die Männer im Laufe der Jahre reinlicher geworden sind. Ja. Die sind jetzt echt alle so eitler. Ja, aber manchmal zu feminin. Diese Männer, die keine Männer mehr sind. Das so an der heutigen Gesellschaft, gerade jetzt nicht in deinem Alter, sondern sagen wir mal in meinem Alter. Hä, was soll denn das heißen? Ja, du bist ja ein paar Jahre älter als ich. Ja, aber nicht so alt. Nein, aber jetzt mal 20-Jährige. Ich dachte jetzt gerade 20 Jahre Unterschied. Nein, aber 20-Jährige. Ja. Heutzutage, da frage ich mich, die haben engere Hosen als ich an. Okay. Die haben, weiß ich nicht, die brauchen eine Stunde vorm Spiegel. Da frage ich mich, was ist schiefgelaufen? Muss man fragen. Aber du lebst ja auch Leben und Leben lassen. Na klar, also mir ist es wurscht, was die machen und so. Das ist aber bestimmt auch so eine es Phase. Es entwickelt sich so ein bisschen, weiß ich nicht. Bei denen. Diese engen Hosen. Aber stell dir mal vor, Aviv kommt irgendwo an und sagt, möchte ihr engen Hosen tragen? Ja, dann soll er das machen, aber... aber so von oben herab so. Ja, Aviv, das hier, gefällt mir. Hier, wir lieben dich, aber ja. Hier hast du. Nein, ich habe wirklich nichts... Sind Entwicklungsphasen. Ja. Aber... Du willst nicht sehen, wie mein Style aussah. Nee, mein also Style war auch grottenhaft. Ich weiß nicht, warum meine Mutter mich so rausgelassen hat. Richtig. Bis heute. Und dann auch Fotos gemacht hat. Genau. Oh, komm, wir machen mal ein Foto. Ich hatte eine Partnerhose mit meiner Mutter. hässlich bis zum geht nicht mehr. Es gibt noch Fotos und Videos davon. Ich dachte, Mutter, und sie steht immer noch hinter der Hose. Oh, das war so eine schöne Hose. Und ich denke mir, nein, es war so eine hässliche Hose. Und wir hatten beide die gleiche, hatten so ein Foto, wo wir nebeneinander standen mit derselben Hose. Ekelhaft. Aber vielleicht fandest du es da auch cool. Ja, natürlich fand ich es damals cool. Was willst du als Mutter machen? Sind ja immer die Sachen. Ja. Nee, du gehst so nicht raus. Ja. Muss ja. Ja. Ey, wir sind bei Männern. Ja, Entschuldigung. Wir sind total abgeschweift. Abgeschweift. Also ich habe keine Ahnung, abgeschweift, glaube ich. Präteritum. Abgeschweift. Abgeschwiffen. Nee. Man sagt doch auch nicht abgeschleift, man sagt doch abgeschliffen. Ja, aber abgeschweift. Manchmal fehlt die Logik in meinem Kopf. Abgeschweift, sagt man. Und warum sagt man dann abgeschliffen und nicht abgeschleift? Wer hat sich denn so... Bitte eine Deutschlehrerin jetzt korrigieren, bitte. Ja, war bestimmt wieder ein Mann, der sich so eine Sache ausgesucht hat. Schön kompliziert machen, wenn es auch einfach ja, geht. Ja, dann dieser Satz, ihr Frauen seid so kompliziert. Sind wir gar Nein. nicht. Nein, ihr Männer Logik seid verstehen. Mehr kompliziert, seid komplizierter. Ja. Ich finde wirklich, Männer sind komplizierter als Frauen. Vielleicht sagen wir es nur, weil wir Frauen sind und uns verstehen, aber so kompliziert sind wir nicht. Nee. Also ich finde mich nicht kompliziert. Ich finde dich jetzt auch nicht kompliziert. Na, war ja klar, dass du sagst. Die Kamera läuft. Ich überlege gerade. Wir reden ja sehr viel als Frau. Ja. Es gibt ja Männer, die reden aber auch. Ja, Aber es gibt auch Männer, aber ich finde auch, die fressen die Kommunikation alles in sich hinein manchmal. Das stimmt, Gefühlsleben. Ja. Oh. Also manche können ja gar nicht drüber reden. Und dann frisst man das sich
monatelang hinein und irgendwann BAM! Und das wäre so einfach. Bestes Beispiel. Genau. Was ist denn mit dir? Was soll mit mir sein? Entschuldigung, geh wieder. Richtig, aber wenn du so guckst. Genau. Was ist mit dir los? So, das ist schon der Unterschied. Ja. Wenn überhaupt ein Mann auf die Idee kommt, zu fragen, ob was los ist, ne? Ja. Das ist ja auch noch so eine Sache. Ja. Wir sind gar nicht so kompliziert, wie ihr Männer denkt. Ihr seid die Komplizierten. Wir sind sensibler. Emotionaler nach außen hin. Ja. Männer sind ja auch emotional. Genau, aber die verstecken es dann. Ja, man kann dann. Warum auch immer. Ich finde das schön, wenn Männer mal Gefühle zeigen können. Nee, du möchtest ja nicht die feminine Seite. Nein, machen. Das hat nichts mit Feminismus, mit der femininen Seite zu tun. Aber der Mann ist so von Natur aus. Der muss stark sein, der muss das machen. Nein, aber er kann auch mal Schwäche zeigen. Er kann richtig, ja auch weinen. Ist ja auch schön. Und das finde ich ja auch in Ordnung. So, das ist doch schön, wenn man das Vertrauen schon so weit hat, dass ein Mann vor dir weinen kann. Wird viel zu viel unterteilt, ja. Mann, Frau. Und vielleicht trauen die sich auch irgendwann nicht mehr, weil die nur ausgelacht werden dann von der Frau. Gibt ja auch solche Fälle, wo die dann einmal schon ihre Gefühle gezeigt haben, die Frau das nicht ernst genommen hat und deswegen zeigt der Mann die Gefühle nicht mehr. Mhm. Aber ich finde es schön, wenn Männer ihre Gefühle zeigen. Das ist schon wichtig. Ja, da sollte man auch jedem die Chance geben, ja. Zu gucken, wie er reagiert. Ja. Das ist sowieso immer blöd. Ja, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Ja klar, macht jeder. Wir machen alle unsere schlechten Erfahrungen. Man geht vorsichtiger ran, aber trotzdem gibt man den nächsten... Richtig. Auch so, wer hat gesagt, dass alles scheiße wird? Ja. Öffne dich genauso, wie ich mich für dich öffne. Irgendwie. Oh. Öffne dich, wie ich mich für dich öffne. Weißt du, ich denke, kein... Aviv! Ta-da-da-da. Kein Stück... Pervers, ja. Ich denke wirklich wie ein Mann. Sie neben mir. Ich bin der Mann. Ich bin's. Die Pimmelfrau. Die Pimmelfrau. Wusstet ihr das? Dass du eine Pimmelfrau bist? Ja, wusste ich, habe ich gesehen. Gut, dann haben wir jetzt hiermit das Geheimnis gelüftet. Ich war mal ein Kerl. Genau. Ja, und? Tahelu? Ich war kein Kerl. Nee? Nein. Warum lügst du die alle an? Ich war kein Kerl. Ist doch doof. Wir haben doch gesagt, wir sind ehrlich. Ich war aber kein Kerl. Mhm. Ich war kein Kerl. Mhm. Da hat mein Bruder aber was anderes erzählt. Ja, aber sonst würde ja Aviv nicht rausgekommen sein oder war er trächtig. Dum, dum, dum. Alles ist machbar, alles ist möglich. Das ist jetzt blöd. Was? Aber viele Männer gucken auf das Äußere. Aufgestylte und haben zu Hause so eine Bäuerin zu sitzen. Aber das meine ich jetzt auch nicht böse. Hä? Das ist dann die richtige wahre Liebe zu Hause, aber gucken und Appetit holen und fremdgehen, obwohl ich ja der Meinung bin, dass Frauen mehr fremdgehen. Mhm. Glaube ich auch. Weil es nicht rauskommt. Glaube ich auch. Also die geiern ja teilweise. Ja. Aber so. Oh, als ob wir das nicht merken würden. Ich meine, ich finde es ja nicht schlimm. Ich sag zum Beispiel... Nee, du musst nachmachen. Also hübsche Frauen draußen gucke ich auch gerne an. Genau. Und dann sage ich auch zu Benny, boah, die war echt hübsch, hast du die gesehen? Und dann kommt aber so eine Antwort, und ich darf nicht gucken oder was? Ich so, hä? Und ich darf nicht gucken. Und dann sage ich ja, die war hübsch oder nicht? Ja, jetzt kann ich dir noch was Schlechtes sagen oder nicht? Ich so, Mann, ich habe doch ganz echt gefragt. Er traut sich nichts zu sagen. Ja. Aber ich auch mal, dass man anderen Frauen Komplimente gibt. Ja, das finde ich find auch ich, sehr find schön. Finde ich auch schön. Ich auch, auf meiner Arbeit gibt es auch eine Dame, die war bei mir und die hat auch gesagt, sie haben so ein schönes Lächeln, machen sie weiter. Und es tut auch gut, von einer anderen Frau, okay, von einer anderen Frau ein Kompliment zu kriegen. Mhm. Ich gebe auch gerne Komplimente an andere Frauen. Machen die Männer aber nicht bei den Männern? Das weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Nein? Sagen Männer? Nee. Oh Mensch, du siehst aber heute gut aus. Nee, das glaube ich. Das machen die nicht, ne? Das ist wieder so ein Kopfding. Ja. Frauen gucken sie an. Ich guck doch keine anderen Männer an. Sag mal, ja, warum nicht? Ja. Die müssen sich doch trotzdem vergleichen. Benny hat gesagt, dass er auch, wenn er Männer sehr hübsch findet, dass er mir das auch sagen würde. Also, okay, das weißt kann du? Ich mir aber vorstellen. Aber das ist halt auch nicht jeder Mann so. Ne? Und wenn du da mal einem Mann hinterher guckst, dann rasten dann manche aus, wo hast du hinterher geguckt? Und den kann man doch denn auch sagen, du bist eine sehr hübsche Person. Wollte ich nur mal gesagt haben. Dann... Nee, die denken dann gleich wieder, dass sie in die Schiene homosexuell abgestuft werden. Ja, das ist immer so ein Denken. Man darf doch anderen Menschen ein Kompliment geben.
Richtig, Menschen. Richtig. Nicht Frau oder Mann. Ja. Aber die müssen doch vergleichen. Mir kann doch keiner erzählen, dass die nicht mal einen Mann angucken und sagen, ja. Och, also Figur hätte schon. Ja, bei der Figur wahrscheinlich ja, wieder. Ja, aber ja. So vom Optischen haben die, entweder haben die keinen Blick dafür oder. Ja. Das ist echt seltsam. Nee, Komplimente, das ist schon. Ja. Weil ich finde auch, das ist beweist auch einen gewissen Mut. Dass du einen fremden Menschen, den du gar nicht kennst, wirklich mal kurz hingehst und sagst, du, ich finde dein Kleid schön oder so. Hatte ich auch mal. Da auch ist eine Frau auf mich zugekommen, ich finde ihr Kleid so schön. Und das ist dann, es beweist Mut, dass die Person sich so viel, so, also ich kann auch nicht, obwohl ich eine Frau hübsch finde oder sowas, dann traue ich mich auch nicht gleich hinzugehen. Und dann muss das, man braucht schon einen gewissen Mut und so einen Anstupser. Und wenn man es dann gemacht hat, dann freut man sich auch voll, dass man das mal losgeworden ist, so weißt du. Und man merkt auch, wie die Person sich vor einem dann auch freut. Und dann geht man wieder getrennte Wege. Also es ist wirklich nichts Dramatisches. Aber es tut mal jedem gut, Komplimente zu erhalten und anzunehmen und Danke zu sagen. Und Komplimente zu geben. Das stimmt. Man weiß ja vorher nicht, wie die reagieren. Ne? Gibt ja Leute, die sind so von sich eingenommen. Ja, weiß ich. Ja, aber das habe ich, glaube ich, sage ich mal, noch nie erlebt. Ich auch nicht, aber. Aber es gibt bestimmt die Menschen, ja. Aber bis jetzt waren immer alle, oh, danke. Und dann war peinlich berührt ein bisschen und dann geht das Leben weiter. Aber es tut einem gut. Also mir tut es gut, wenn ich. Kommt ehrlich darüber, ich vom genau. Mann. Weil eigentlich jeder Mann findet die Person toll, wo wir sagen würden, bitte? Was ist los? Ja. Also ist auch so ein Geschmacksding. Die sehen da irgendwie Kurven, die sie als, ich weiß nicht, ich gucken die sich manchmal das Gesicht an, jetzt mal ernsthaft. Nein, die gucken nur so Schattenumrisse, okay, könnte. Ja, ja. Könnte schön sein, aber wir haben ja Frauchen zu Hause. Ja, richtig, die so hält ungefähr. Dafür, ja. Dass Männer zum Beispiel, also so, weil es in der Vergangenheit so passiert, dass die nicht raffen oder die wollen das nicht raffen, dass andere Frauen die toll finden. So, wir Frauen sehen ja, wie andere Frauen ticken. Und wenn man dann sagt, ey, das steht auf dich, nee, das ist doch nur, wir quatschen ein bisschen und dann. Die raffen das nicht, Alter, ich sag dir, die Frau steht auf dich. Nein, die quatschen doch nur. Nein, die steht auf dich, wir wissen, wir sind doch selber Frauen, wir wissen, wie wir ticken. Und Frauen können sehr garstig sein, sehr, sehr garstig. Weil die ja wissen, richtig, dass wir... Genau. Obwohl und die Männer dann so, nee, ach komm. Ich hatte auch schon so eine Situation mal. Du weißt ja, wen ich meine. Ja, ich weiß, wen du meinst. Ja, also, und dann sagst du, nein, die steht auf dich. Mach bitte nicht in dem Sinne weiter, weil es gibt nur eine Bestätigung. Und dann, war nicht eine Gefahrenquelle, deswegen... Nein, aber so, dass Männer so stumpf denken. Die hat dich eigentlich... Die hat doch nur, wir quatschen doch nur so, hi, wie geht's? Und das war's. Jeden Tag. Genau. Immer quatschen. Aber, dass die Frau eigentlich einen anderen Hintergedanken hat. Und wir das merken von der Haltung, von der Kommunikation. So, weißt du, dass wir das merken? Und aber die Männer sagen, nee, die kommt doch nur jeden Tag her. Weißt du, was das ist? Ihr Männer, falls man zuguckt, ihr fällt immer auf dieses weiche, frauliche rein. Ja, das ist so ein Anzug. Kannst du mir helfen? Genau. Bitte? Oh, sie ist ja so weich, sie redet weich, sie bewegt sich weich, weiblich. Ja. Und dann gehen bei denen so Testosteron-Alarmanlagen. Ja. Aber wenn so ein Bauer wie ich reinkomme... Nee, das hat nichts mit Bauer zu tun, das hat mit Selbstbewusstsein zu tun. Ja, aber die kommen darauf nicht klar. Du bist klar. Eine Frau, genau, richtig. Das ist eine bei dir genauso. Genau, wir sind selbstständig, wir sind selbstbewusst, wir können unser Leben theoretisch auch alleine leben. Aber es ist abtörend für viele. Richtig, weil die immer den Mann raushängen wollen. Ja. Und dann kommen zwei Pimmelfrauen dazu. Genau, und das geht dann gar nicht. Nee, das geht nun wirklich nicht. Ja, so auf der anderen Seite wollen die aber jemanden haben, der nicht labil ist. Richtig. Der vollkommen im Leben steht. Genau. Was aber wenn man dann eine ist, dann ist es so, nee, also du bist mir zu selbstbewusst, du hast zu viel Selbstbewusstsein, das ist mir zu viel. Als ob wir 24 Stunden so sind wie auf der Straße. Also, da gibt es ja auch noch die sentimentale Seite. Na klar. Schön, nö. Da ist jetzt vorbei. Ich gehe auf Leeres nicht ein. Okay. Aber es ist schon mal schön, von der Härte befreit zu werden, sagen wir es mal so, ne?
dass ein Mann sagt, ach komm, lehn dich doch mal jetzt an, was hast denn? Kann er nicht einfach mal allein auf die Idee kommen? Wollen wir sprechen, ist irgendwas? Nee, das gibt's nicht. Nee, nur mit Termin. Und dann an Ketten. Hast du da und da Termin? An Ketten. Ja, ja. So, wir reden jetzt und jetzt. Nicht irgendwann anders. Ja, ja. Bei uns zieht sich das wie ein Kaugummi und die Männer können den Termin und die Problemsache so ziehen. Die gehen das die aus dem Weg. Die haben hier so einen Löschbutton. So einmal düt. Ja. Ja. Und du denkst immer noch und die spielen dann irgendwie ja. Zockkonsole oder sind irgendwie unterwegs, trinken Bierchen und wir denken, hä? Ja. Könnte mich gar nicht ablenken in der Situation. Ja. Aber gut, dafür können die nicht, glaube ich. Das ist, glaube ich, wirklich so ein... Wir können da nicht reingucken. Ich glaube, wir sind beide bestraft, Frauen und Männer sind mit ihrem Gehirn. Ich sag nur ein Wort. Kurz mal. Männergrippe? Oh. Dum, dum, dum. Obwohl, ich muss sagen, von so einen Leuten, Männergrippe... Benni. Wurde ich ernsthaft? Und der sagt mir immer wieder, er war nämlich vor 2 Wochen krank. Mit Fieber und so. Mhm. Und war richtig wehleidig. Dann habe ich gesagt, weißt du, die Männergrippe? Das ist bewiesen worden, dass wir die Männergrippe haben. Der steht da voll hinter. Da hast du deinen Sentimentalen, den du ja, hast. Ja, aber nicht so krass. Das ist ja, ich kann gar nichts mehr tun. Der ist dann so wie so ein Häufchen Elend auf der Couch mit einer Decke drüber. Oh, guck's nicht. Guck's nicht, das Video. Du spinnst, niemals sitzt der so. Doch. Und dann heißt es, ich bin zu hart, weil ich sage... Gar nicht so. Dann wollte ich ihm die Möglichkeit geben, dass er mal einen Tag wirklich für sich hat und mal schlafen kann. So diesen Virus ausschlafen kann. Ja. Dann bin ich mit dem Kleinen rausgegangen, den ganzen Tag war ich unterwegs und dann kommt er immer, wann kommt ihr nach Hause? Ich hab Hunger! Kannst du was mitbringen? Nee, wir sind noch unterwegs, wir kommen erst, weiß ich nicht, gegen 20 Uhr, 21 Uhr nach Hause. Warum denn so spät? So, alter Schatzi, ich hab dich lieb, wirklich. Aber entweder das oder das. Oh nein. Aber es liegt daran, dass die Freunde wirklich von Natur aus ein bisschen robuster mit denen. Ja. Wir müssen ja. Ich kann doch nicht flach liegen, wenn das Kind zu Hause ist. Und die Funktion fehlt bei denen ja im Kopf. Ja. Die wissen, oh nee, Arbeit ist weg, okay, mein Leben ist leer. Genau. Ich kann leiden. Tyson? Geht dir gut? Ich verstuck mein Schatz. Hast du auch Männergrippe? Er ist auch eine kleine Pussy. Aber es ist mein, ne? Aber eine Liebe. Nase. Ich liebe Hundenasen. Hast du mal gesehen, wie süß die sind? Ich mag diese Lefzen. Ja. Da könnte ich auch mal so reinbeißen. Hier die Dinger da. Die Dinger. Sehr schön. Ja, super. Nee, eigentlich aber... Also vielleicht. Wir wollten um Gottes Willen noch keine Männer schlecht machen, ne? Nein, wir lieben Männer. In meinem Video existiert ja noch, wo wir Frauen eine Macke haben. Definitiv hat jeder eine Macke. Ja, aber ist doch gut so. Dafür können wir ja nichts. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Und lieber so, als wenn man langweilig ist. Der Partner muss es in gewissen Weisen tolerieren erstmal. Und wenn man damit nicht klarkommt, gegenseitig, ja, dann muss man auf Wiedersehen, schönes Leben, tschüss. Such dir eine andere Dumme, die damit klarkommt. Ja. Also nicht sprechende Menschen, da... Nee. Mhm. Sterbe ich innerlich. Wenn sie recht hat, hat sie recht. Gehe ich kaputt dran. Ja. Weil Probleme mit Schleppen ohne zu sprechen, nee. Hm. Da stirbt man, da vegetiert man innerlich wirklich. Hm. Ja, und dann gibt es die Paare, die kommen damit super gut klar, wo die Frau nicht sprechen möchte und die sagt sich, ey prima, endlich mal einer, der die Fresse hält. Hm. So ist das total verschieden. Ja. Wir haben bestimmt voll viele männertypischen Sachen vergessen. Ja, das ist so, wenn man dann in einem Redefluss ist. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, falls euch noch was auffällt. Wird euch garantiert. Bestimmt, wenn wir auch das abgeredet haben, das hätte man noch ansprechen können. Richtig, das hätte man noch. Genau. Aber scheiß drauf, wir haben jetzt. Autofahren! Autofahren? Männer und Autos. Ah. Statussymbol. Und wenn sie eine Frau nebenan sehen, ist mir oft aufgefallen, dass sie dann wirklich den Larry machen und denken, die fliegen dann wie Knight Rider los. Ja, ja. Oder fahren. Aber warum? Die sehen, die Ampel ist rot, Gas geben. Warum? Gibst du Gas, wenn der rot ist? Wofür? Ist ohne Sinn. Das macht keinen Sinn für mich. Tut mir leid.
Gibt auch Frauen, die stehen auf dieses Statussymbol. Ja, aber... Willst du mit dem Auto kuscheln später? Mit dem Auto sterben, keine Ahnung. Ist zwar schön, wenn ein Auto nett aussieht und... Ja, na klar, ja, ist es schön, wenn man sich das auch leisten kann und so, ist auch toll. Aber das ist doch nicht dein Leben. Es muss zusammenpassen. Auto und Mann muss zusammenpassen. Da kenne ich auch ein paar Frauen, die wirklich nach dem Auto gucken. Richtig, wollte ich auch sagen. Ja, es gibt die wirklich, wenn der kein Benzer fährt, ja, dann ist er unten durch. Finde ich traurig. Die Bitches. Die erhoffen sich einen Sugar Daddy oder so, keine Ahnung. Ja, aber wo gibt es die denn heutzutage? Jetzt mal ernsthaft. Ja, ey, aber ganz ehrlich, mit 80 Jahren in der Kiste rumknattern für Kohle. Heutzutage ist alles mit Geld, Kapitalismus. Aber es gibt viele, die spinnen und die fallen natürlich drauf rein. Ja, klar. Also das müsste man dann schon mal erstmal beweisen. Viele geben an, dass sie viel Knete verdienen und dann steht der Trabi in der Garage und den BMW haben sich geleast oder so. Oder von einem Kumpel oder so. Da bin ich leider raus, weil auf sowas ist mir scheißegal, was, ob der Typ ein Auto hat oder nicht, ob er ein Fahrrad hat oder nicht, das ist mir egal. Sehr süß, wenn er dich dann mit dem Fahrrad abholt zum Date. Oder so ein Traktor. Aber ein Traktor ist teuer. Ja. Traktoren dann hast du einen sind guten sehr Bauer teuer. Erwischt. Ja. Benny habe ich ja auch kennengelernt, der hat ja ein Fahrrad gehabt. Mhm. Er hat mich zwar nie mitgenommen, aber er ist neben mir gelaufen. Der Riesen. Stimmt. Der Riesenkerl und ich als Zwerg. Aber dafür funktioniert es dann anders besser. Genau. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir wünschen euch viel Spaß mit euren Männern. Genau. Wir lieben euch doch alle. Nee, auf gar keinen Fall. Ich liebe nicht alle. Nein. Das wäre gelogen, sorry. Doch nicht in dem Sinne, dass wir die Männer... Wir brauchen ja Männer. Nee, ich liebe die auch nicht alle. Nein, Mann! Ach so. Dass du das so ach so, allgemein symbolisch. So ach so, als Friedensende. Genau. Ja, wir lieben euch alle. Nein! Mann, warum ist sie denn so blöd? Weil die Logik schon wieder fehlt bei mir. Ohne Männer wäre trotzdem scheiße. Ja, natürlich. So als allgemein, wir lieben die Männer. Aber drei Steiner. Okay, wir lieben einen Mann. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Was guckst du mich dann so blöd an? Du siehst auch genauso. Wo bist du, mein Mann? Und wir haben uns auch lieb. In diesem Sinne. Ente im Gelände, auch schön. Auch schön, wa? Ja, Ente Trente. Ente Trente? Ja, sagt man so. Tschüss mit Ös. Tschüss mit Ö. Ach, tschüss mit Ö. Tschüss mit Ös. Tschüss mit Ös. Gibt's gar nichts, ne? Nee, gibt's gar nichts. Jetzt fängt wieder an. Wortkabular ist nix gut verstehen und nicht mal das können. Ja. Und Schluss. Schluss. Schluss.